Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zur Zusammenfassung von Spieltag Nummer 4. Wir befinden uns immer noch in der Gruppenphase der League of Legends Weltmeisterschaft. Heute möchte ich die Ergebnisse mit euch teilen und auch die Highlights sowie Picks und Bans präsentieren, die wir heute gesehen haben. Wenn ihr das nicht sehen wollt, müsst ihr jetzt ausschalten. Demnach herrscht Spoilerwarnung wie jedes Mal, denn ich werde euch hier die Ergebnisse zeigen. Falls ihr jetzt immer noch dran seid, mache ich das wie sonst auch. Ich klappe mal die Ergebnisse aus und wir sehen, heute war ein extremst spannender Spieltag. Sehr viel Erfrischendes. Wieder ein Lichtblick für EU und NA. Und so kann die Tabelle erstmal aussehen. Wer sich das Ganze mal genauer angucken will, der muss jetzt pausieren. Aber wir werden das am Ende vielleicht noch ein bisschen genauer verstehen, wenn wir uns jetzt mal die Spiele angucken. Wenn wir uns das erste Spiel mal genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass Buffalo eigentlich noch ganz gut dasteht und Africa Freaks braucht diesen Sieg. Sie haben sich für Swain entschieden, was meiner Meinung nach so in diesem Matchup das exotischste Anpick war. Jetzt haben wir Urgot Jace, Xayah Kaiser und Gragas gebannt, sowie Aatrox, Zion, Alistar, Vel'Koz und Talia. Das Spiel an sich war leider nicht ganz so spannend, denn Africa Freaks hat das extremst dominiert. Sie waren auf jeder Lane stark, sie haben sich drei Drachen schon sehr früh gegönnt, sie hatten mehr Kills und als sie dann den Baron hatten, sind sie an die Inhibitore gegangen. Schon bei Minute 25 haben sie die Base aufgebrochen und damit die Buffalos besiegt. Im zweiten Spiel saßen die Europäer schon wieder zähneknirschend am Tisch, denn sie wollen, dass G2 auf jeden Fall weiterkommen. Flash Wolves, bisher ungeschlagen, hat auch wieder eine solide Kombination hingelegt. G2 hat sich entschieden für einen Nocturne, der jetzt gerade heute wirklich oft gespielt worden ist. In den Bans haben wir Talia, Kaiser, Urgot, Rakan und Lissandra sowie Aatrox, Alistar, Heimerdinger, Irelia und Olaf. Das Daumendrücken wurde nicht enttäuscht. G2 hat wirklich alles über den Jungler gemacht. Denn jedes Mal, wenn Nocturne irgendwo reingegangen ist, so wie wir es hier auch gesehen haben, haben wir einen Kill gemacht. Generell ist das Spiel erstmal ziemlich killarm gewesen, denn ihr seht, wir haben bei Minute 23 gerade mal ein 4-2 in den Punkten. Aber jedes Mal, wie gesagt, wenn Nocturne reingegangen ist und der war dementsprechend auch in jedem Kill beteiligt, war es ein Erfolg für G2. Flash Wolves dachte sich, wir müssen jetzt, bevor Camille uns durchpusht, den Baron machen und haben sich wirklich zwanghaft in den Baron Pit gestellt. Sie haben auch den Baron bekommen, aber G2 hat sie nicht recallen lassen und wie wir gesehen haben, ist Camille, der Toplaner, bereits am Splitpushen und hat einfach mal die ganzen Tower und den Nexus gekillt. Also ein sehr schöner Sieg für G2. Im nächsten Spiel würden wir auch gerne 100 Thieves die Daumen drücken. Das Team um Aphromoo herum gönnt man den Sieg und IG hat bisher auch noch kein Game verloren. Sie haben sich für eine Lissandra entschieden, die momentan in Korea sehr trendy ist, denn mit Aftershock auf der Midlane wird sie wirklich sehr häufig gespielt. In den Bans haben wir Urgot, Aatrox, Tahm'Kaine, LeBlanc und Kindred sowie Alistar, Rakan, Akali, Syndra und Galio. Das Spiel war sehr stürmisch. Schon bei Minute 16 hat IG es geschafft, mit dem Herald bis an den Inhibitor-Turm zu gelangen und schon bei Minute 18 dann auch den Inhibitor zu knacken. Sehr schwer für 100 Thieves. Die haben die Items und die Chance nicht bekommen, irgendwie richtig zu fighten. Und IG hat gesagt, okay, wenn ihr uns das Ganze überlässt, hier sehen wir auch wieder den Lissandra-Engage, dann nehmen wir euch mal die Base weg und IG hat das Game gewonnen und steht somit 3-0 in der Gruppe. Anschließend kommen wir zu dem wahrscheinlich wichtigsten Game. Fnatic, die Europäer, die uns repräsentieren mit einer einigermaßen akzeptablen Gruppe, müssen auf jeden Fall gegen G-Rex gewinnen, wenn sie es irgendwie schaffen wollen. Haben sich für einen Lee Sin im Jungle entschieden und Reckless auf Sivir als ADC, die im Übrigen auch gerade wieder stark am Kommen ist. In den Bans haben wir Irelia, Akali, Rakan, LeBlanc und Olaf sowie Alistar, Aatrox, Urgot, Skarner und Syndra. Die Moral von diesem Spiel war alles andere als Never Pick Lee Sin, denn Lee Sin hat also ziemlich jeden zerstört. Jeder Kill ging an Broxa, der Baron ging an Broxa und am Ende stand, glaube ich, Lee Sin 8-0, hat das Game also extrem dominiert und die gegnerische Camille im Jungle, die anfangs noch ziemlich squishy ist, komplett niedergemacht. Well played an den Fnatic Jungler. Fnatic gewinnt dann dieses Spiel und steht damit 2-1 in der Gruppe. Das vorletzte Spiel gönnt man ja Team Liquid, denn die haben, glaube ich, die schwerste Gruppe erwischt. Beide Parteien, na gut,
Das vorletzte Spiel würde man wirklich Team Liquid mal gönnen, denn sie haben so eine ultra schwere Gruppe. Beide Teams haben jedoch mit 0-2 bisher gestartet und ein Sieg würde ihnen gut tun. Wieder haben wir uns für Nocturne entschieden, ansonsten haben wir Cassiopeia in der Mitte bei dem Mad Team. In den Bans haben wir Aatrox, Irelia, Rakan, Zoe und LeBlanc sowie Kaiser, Camille, Urgot, Gragas und Ornn. Also auch wieder sehr viele clunky Tanks, die weggepickt wurden. Während des Spiels ist einem so ein bisschen das Herz aufgegangen, denn endlich hat Team Liquid eine solide Leistung gezeigt und wenn sie auch so in den nächsten Games sich präsentieren, können sie sogar die starken Koreaner und Chinesen besiegen. Hier haben wir nochmal gesehen, dass sich Team Liquid den Baron geholt hat und auch der vierte Drache als Infernal Drake ging dann auch auf deren Konto. Im Endeffekt haben sie dann nur noch durchgepusht, Nocturne hat sich auch wieder als guter Pick erwiesen. Team Liquid, wir drücken euch heute die Daumen und Gratulation zum ersten Sieg. Abschließend hätte es spannender nicht sein können. Die Koreaner gegen die Chinesen aus derselben Gruppe, beide mit 2-0, kämpfen jetzt darum, wer eigentlich das bessere Team ist. Die Rivalen also hier gegeneinander mit einem Asia und Nocturne auf Seiten der Chinesen, Xin und Galio hingegen auf Seiten der Koreaner. Was die Bans angeht, haben wir Kaiser, Lucian, Gragas, Shen und Ornn sowie Tahmkench, Talia, Aatrox, Skarner und Kindred. Die Spannung des Spiels hat nicht zu viel versprochen. Oder warte mal. Vielleicht doch, denn die Koreaner haben es viel einseitiger gewonnen, als anfangs zu vermuten war. Dementsprechend muss EDG jetzt ein bisschen strugglen und Team Liquid muss wirklich EDG besiegen, damit sie als Zweiter aus der Gruppe kommen. Denn so wie KT momentan aussieht die Koreaner mit einem 3-0-Sieg jetzt hier auch noch so stark gegen EDG, sieht es gar nicht gut aus für die anderen Teams. Gratulation an KT, haben bewiesen, dass die Koreaner hier erstmal wieder mit einer Nasenspitze vorne liegen. Jetzt, wo wir in die Spiele reingeschaut haben und einen kleinen Einblick bekommen haben, können wir uns auch nochmal die Tabelle angucken. Wir sehen auf jeden Fall grünes Licht für Gamers2, die noch oben mit Flashwolves zusammen am ersten Platz stehen. Gruppe B hatte heute Pause, aber da sieht es auch erstmal noch alles offen aus für Cloud9, GenG und Team Vitality. In Gruppe C haben wir heute gesehen, dass Team Liquid in der Lage ist, auch vielleicht im nächsten Spiel EDG zu besiegen und somit doch nochmal für den Zweitplatzierten zu kämpfen. In Gruppe D haben wir Fnatic oder 100 Thieves, von denen es einer von den beiden auf jeden Fall in den grünen Bereich schafft wird und somit ins Viertelfinale einziehen wird. Das heißt, in der Weltmeisterschaft präsentieren sich unsere Jungs erstmal ziemlich gut. Heute war auf jeden Fall ein sehr guter Spieltag für sie und ich hoffe, es hat euch auch gefreut. Das waren die zusammenfassenden Ergebnisse vom heutigen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr Lust habt, schaltet doch am Sonntag in meinen Stream ein. Das als kleine Nebeninformation. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Haut rein und macht's gut.